Bei den diesjährigen Schlossfestspielen wird auf dem Alten Garten das Musical Anatevka oder Der Fiedler auf dem Dach gespielt. Bei der Probe am Montag durften wir schon mal einen Blick auf das Stück in Premierenbesetzung werfen. Das Musical spielt um 1905 in der fiktiven Stadt Anatevka, die sich im Ansiedlungsrajon des russischen Kaiserreichs befindet. Die Menschen in Anatevka legen sehr viel Wert auf ihre Tradition. Der Milchmann Tefje, gespielt von Gustav Peter Wöhler, vergleicht das Leben in der Stadt mit einem Fiedler auf dem Dach. Jeder von uns ist ein Fiedler auf dem Dach. Jeder kratzt auf seiner Geige herum, in der Hoffnung, eine hübsche kleine Melodie zu spielen, ohne sich dabei das Genick zu brechen. Tefje hat 5 Töchter, 3 davon im heiratsfähigen Alter, die laut Tradition von der Heiratsvermittlerin Jente, gespielt von Brigitte Peters, vermittelt werden sollen. Tefje hingegen träumt von einem Vermögen und verspricht dem reichen Metzger Lazar Wolf, gespielt von Matthias Unruh, seine Tochter Zeitl, die in der Premierenbesetzung von Barbara Felsenstein gespielt wird. Das ist ein Muscle, ja? Es beginnt das Brechen von Traditionen und der Spagat des Milchmannes Tefje zwischen der Tradition, die seiner Frau Golde, gespielt von Bettina Weichert, sehr am Herzen liegt, und der Liebe zu seinen Töchtern. Als die Armee auf den Plan tritt und ihre Macht im Auftrag des Zaren demonstriert, wird die Lage des sonst so frohen Milchmannes immer verzweifelter. Das Musical in 2 Akten wird inszeniert von Operndirektor Toni Burkhardt unter der musikalischen Leitung von Michael Ellis Ingram. Das Bühnenbild von Wolfgang Kurima Rauschning wirkt zunächst schlicht, hält aber viele Überraschungen für den Zuschauer bereit. Ein absolutes Highlight ist dabei die Traumszene, als Tefje seiner Frau Golde seinen Traum schildert. An dieser Stelle wollen wir aber nicht zu viel verraten. Das Stück lebt von vielen Massenszenen, in denen mehr als 60 Darsteller und Komparsen gleichzeitig auf der Bühne stehen. Neben dem Opernchor und dem Musiktheater-Ensemble ist auch das Ballett-Ensemble beteiligt. So verleiht Choreografin Adriana Mortality dem Fiedler auf dem Dach eine ganz eigene Interpretation. Musikalisch lädt das Musical Anatevka zum Mitklatschen, aber auch Nachdenken ein. Ist es Liebe? Toni Burkhardt gelingt es, die Geschichte des Milchmannes Tefje und seiner Familie bildgewaltig und emotional zu inszenieren. Premiere feiert das Stück am Freitag. Die letzte Vorstellung wird am 20. Juli auf dem Alten Garten gespielt.